Die Vermögenssteuer halte ich für insgesamt überzogen. Also die Vermögenssteuer, wenn man das wieder anschafft, wird nicht die Lösung des Problems sein. Nein, ich finde es sehr wohl, dass aus Gerechtigkeitsgründen schon reiche Leute besteuert werden sollten. Wenn jemand Kapital angespart hat, dann hat es ja schon versteuert. Reichere Menschen, glaube ich, dass die schon sehr viele Abgaben leisten müssen und die Vermögenssteuer als solches nicht unbedingt ein Allheilmittel sein kann. Pro und Contra, der Austria News Talk, wird präsentiert von Manuela Reidel. Einen wunderschönen guten Abend, willkommen bei Pro und Contra, der Austria News Talk. Die oberen 80.000 erwischen, das ist sozusagen das neue Mantra der SPÖ. Kann man denn mit einer Vermögenssteuer unser Staatsschuldenproblem lösen oder zumindest ein wenig geringer machen? Und sind Reichenbesteuerungen vielleicht sogar eine Frage der Gerechtigkeit? Das diskutiere ich heute mit Roger Rankel. Er ist Marketing-Experte und Millionär. Hannes Rauch ist Generalsekretär der ÖVP. Laura Rudasch ist Bundesgeschäftsführerin der SPÖ. Barbara Kolm ist Generalsekretärin des Hayek-Institutes. Und Alexandra Strickner, sie ist Obfrau und Mitbegründerin von Attac Österreich. Willkommen natürlich auch an Sie, meine lieben Gäste im Publikum. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Diskussionsbeiträge im Laufe der Sendung. Wie sich die SPÖ diese Vermögensteuer genau vorstellt, ob die Angst berechtigt ist, dass die den Mittelstand bzw. die Häuselbauer treffen könnte, das soll natürlich in Kürze Thema sein. Die Runde eröffnen möchte ich aber mit dem wahrscheinlich wohlhabendsten Menschen heute hier am Podium, mit Herrn Rankel. Sie kommen ja, Herr Rankel, ich habe Ihre Lebensgeschichte heute ein bisschen studiert, aus eher einfachen Verhältnissen. Ihre Mutter hat Sie quasi alleine aufgezogen. Sie waren auch nicht unbedingt der begeisterste und beste Schüler. Trotzdem haben Sie es geschafft, dass Sie im Alter von 25 Ihre erste Million verdient hatten. Wie geht das? Also Sie haben es gerade gesagt, ich war nicht der beste Schüler, das stimmt, aber jede Schwäche bringt auch eine Stärke mit sich. Und was ich kann, ist autodidaktisch relativ schnell Dinge ergreifen, erfassen. Dann bin ich ein Mensch, der sehr leidenschaftlich ist. Und das, glaube ich, gepaart hat es dann gemacht, dass ich mich mit 20 nicht nur selbstständig gemacht habe, sondern sehr erfolgreich, sehr schnell selbstständig machen konnte und meine Firma aus- und aufgebaut habe. Und dass das dann auch wirtschaftlich natürlich irgendwann mal sehr attraktiv war, ist dann letztendlich das Ergebnis dessen. Ihre allererste Firma war ja ein Finanzdienstleister. Sie haben sehr viele Preise für dieses Geschäftsmodell bekommen. Versuchen würden es ja viele. Also den Traum, im Business reich zu werden, haben ja viele. Was hat denn bei Ihnen den Unterschied gemacht, glauben Sie? Ich konnte nichts verlieren. Also ich sage es jetzt mal so offen, da wo ich herkam, ich konnte nichts verlieren. Das heißt, ich konnte mutig sein, es anders machen und ich glaube, das war es, etwas anders machen. Und dann, ich kann es nur wiederholen, diese Leidenschaft, diesen Unternehmergeist, den habe ich halt von Anfang an sehr stark, also nicht von Anfang an, aber als Jugendlicher sehr stark in mir gespürt. Es war ja auch für mich eine Form, Anerkennung zu bekommen. Die habe ich vorher natürlich weniger bekommen. Als schlechter Schüler bekommst du nicht. Da habe ich erst das erste Mal gemerkt, da gibt es eine Resonanz, da gibt's auch Schulterklopfer. Und so blöd sich's anhört, auch die haben mir damals gut getan. So ein bisschen Kompensationsverhalten ist dann oft nicht schlecht, ne? So als kleiner Antrieb vielleicht. Ja. Nun, einige Millionäre in Deutschland, in den USA oder auch in Frankreich, die bitten ja gerade aktiv die Politik darum, sie stärker steuerlich zu belasten. Es sind ganz große Namen dabei, Michael Otto zum Beispiel, der Versandhändler, oder die L'Oréal-Erbin in Paris, die als die reichste Frau Europas gilt. Möchten Sie auch gerne mehr Steuern zahlen? Also, wenn ich es vielleicht mal sagen darf, ich würde mich niemals mit diesen Herrschaften einreihen wollen. Warren Buffett hat auch zuletzt gesagt, er könnte sich vorstellen oder will sogar mehr Steuern bezahlen. Aber ich glaube, wenn die von Steuererhöhungen sprechen, dann sprechen die aus einer anderen Perspektive heraus. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen reich und superreich. Und das sind die Superreichen. Da gehöre ich erstens überhaupt nicht dazu, da bin ich ganz weit weg. Und zweitens, glaube ich, ist da wirklich noch Potenzial da. Und weil Sie nicht zu den Superreichen gehören, sind Sie auch gegen mehr Steuern für Sie? Oder sind Sie trotzdem dafür, einen höheren Beitrag? Nicht, weil ich jetzt vielleicht der Betroffene bin, sondern weil ich glaube, dass der in meiner Liga spielt, auch wirklich dann die...
das hört sich jetzt blöd an, aber so ein bisschen auch den Spaß an der Arbeit verliert. Das ist das, was ich mache, was ich machen musste, ist schon hartes Business. Also ich habe meine erste Firma aus gesundheitlichen Gründen verkauft, weil ich wirklich an die Leistungsgrenze gegangen bin. Mhm. Ich springe jetzt mal ganz kurz zu den Superreichen. Wenn dort mal, und jetzt sage ich es bewusst in der Verniedlichungsform, ein Millionchen mehr Steuern bezahlt wird, dann spüren die das nicht. Es gibt derzeit einen Verbund von 16 französischen Milliardären, die wollen mehr Steuern bezahlen. Und das, was die 16 zusammen komprimiert, was die, wenn die zusammenlegen, an Steuern bezahlen könnten, da müssten viele solcher wie mich zusammengetrommelt werden und wir würden es dann immer noch nicht schaffen. Mhm. Gut, da werden nicht alle am Podium ihrer Meinung sein, nehme ich mal an. Dazu kommen wir gleich. Tatsache ist, dass die SPÖ ja gerne eine Vermögenssteuer wieder haben möchte. Seit 1993 gibt es ja keine mehr. Knapp zusammengefasst für Vermögen ab 1 Million Euro. Sie wollen so um den Daumen die 80.000 reichsten Österreicher und Österreicherinnen damit erwischen. Wenn die ÖVP das hört, dann streckt sie zusammen und sagt, das könnte schon wieder den Mittelstand und die Häuselbauer treffen. Können Sie diese Angst nachvollziehen? Kann ich nicht, weil wir sagen ja ganz genau, wen sie treffen soll. Und wir sagen auch genau, wen wir entlasten wollen. Also wir haben in Österreich eine sehr hohe Steuer auf Lohn und Einkommen. Aber wir haben sehr niedrige Steuern auf Vermögen, auch im Unterschied zu Deutschland, die höhere Vermögenssteuer haben als wir in Österreich. Und wir sagen, die 1% Österreicher, nicht einmal ganz 1% Österreicher, die nicht einmal ganz 80.000 Menschen, die ein Vermögen über 1 Million Euro haben, wo sie keinen Kredit drauf haben, das sie nicht selber bewohnen, die sollen einen geringen Steuersatz, nämlich zwischen 0,3 bis 0,7% zahlen. Ich glaube, die können sich das leisten, um die Arbeitseinkommen zu entlasten. Jene Menschen, die 40 Stunden arbeiten gehen und 30-40% Steuern auf ihr Einkommen zahlen. Das gebe ich doch gleich weiter. Es gibt ja einen Freibetrag bei dieser Vermögensteuer, das sieht der Entwurf der SPÖ vor, von 1 Million. Und alles, was darüber hinausgeht, soll besteuert werden mit 0,3 bis 0,7%. Das ist doch nicht Mittelstand. Also da braucht man sich doch wirklich nicht zu fürchten, dass da Menschen drankommen, die es nicht haben, oder doch? Also erstens, ich glaube, wenn die SPÖ von Steuern spricht, von Vermögensteuern, dann meint sie prinzipiell dann die Familien in Österreich, weil da ist man bei 1 Million sehr schnell, ist man bei 750.000, bei 500.000. Ich erinnere, Laura Rudasch hat gefordert, nachdem wir eine Bankenabgabe beschlossen haben, 500 drauf, eine neue Bankenabgabe. Also man weiß ja bei der SPÖ nie so genau, was dann kommt. Gehen wir davon aus, dass es bei dem jetzigen Vorschlag bleibt, ab 1 Million Vermögen soll besteuert werden. Man muss das Ding einfach jetzt einmal weitergreifen. Wir diskutieren immer so Einzelmaßnahmen. Da Vermögensteuer, da Erbschaftssteuer, da Schenkungssteuer. Ich glaube, wir haben ein Gesamtsystem in Österreich. Ich möchte gerne diese Einzelmaßnahme diskutieren. Wenn man bei der Vermögensteuer bleiben würde, so wie sie jetzt ist. Man kann nicht Einzelmaßnahmen diskutieren, sondern man muss ihr Gesamtsystem anschauen. Also nur immer das Rosinen rauspicken, das ist vom Marketing, vom politischen Marketing her super. Ja. Da hat man irgendwo dann, die Reichen werden es dann schon zahlen. Ich meine grundsätzlich, jeder zahlt. Was ist gegen diese Einzelmaßnahme einzuwenden? Weil ich der SPÖ es nicht glaube, dass wir dann bei 1 Million sind. Und wenn man sich dann anschaut, wer ist denn die 1 Million? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein Tischlereibetrieb mit 8 Mitarbeitern. Ja, Betriebe sind ausgenommen. Das gut, dann nehmen wir die Betriebe aus, dann nehmen wir die Häuselbauer aus. Und dann bleiben wahrscheinlich 2,70 €. Nein, es bleiben genau 80.000, das haben wir gemeinsam mit Experten errechnet, es bleiben knapp 80.000 Menschen, die ein Vermögen über 1 Million Euro haben, wo kein Kredit drauf ist und Immobilien, die sie nicht selber bewohnen. Das habe ich alles schon abgezogen. Keine Betriebe, bleiben 80.000 Menschen. Dann bleiben wir bei den Immobilien. Na, was glauben Sie, wer dann die Miete erhöht? Na, natürlich der Immobilienbesitzer und dort soll es wieder der im Mittelstand lebt. Ich glaube einfach, es ist einfach unseriös, einfach so Einzelmaßnahmen zu diskutieren. Und das ist halt natürlich in der Politik sehr sexy, wenn man dann sagt, okay, wir diskutieren jetzt die Vermögensteuer. Ich glaube, man sollte einmal ein Steuergesamtsystem diskutieren. Wen wollen wir entlasten? Und ich glaube einfach, die Melkkuh der Nation ist der Mittelstand. Und ich sage Ihnen eines, ich komme aus Tirol, Sie leben auch in der Nähe meiner Heimatstadt, zum Beispiel Kitzbühel, ich bin Kufstein. Wenn Sie sich da anschauen, was also Grundstücke in meiner Heimat kosten, da kostet der Quadratmeter Baugrund 600, 700, 800 Euro.
Jetzt, wenn sich da eine Familie 500 Quadratmeter Baugrund kaufen will, den man sich wirklich vom Mund abspart mit versteuertem Geld, dann sind das gleich mal 400.000, 500.000 Euro. Dann stelle ich noch ein Einfamilienhaus drauf, dann kostet das vielleicht nochmal 300.000, 400.000 und dann bin ich in der Diktion der SPÖ schon wohlhabend. Sind das und man kriegt aber wieder. Das ist aber ein super Beispiel, Herr Rauch, da bleiben wir gleich dabei. Jetzt gehen wir wirklich davon aus, man hat eine fünfköpfige Familie, da braucht man ein größeres Haus und man ist vielleicht in einer teureren Gegend wie jetzt etwa Kitzbühel. Ist man dann schon wohlhabend? Wenn man es nicht selber bewohnt. Also ich nehme ein Beispiel. Ich wohne in einer Wohnung und habe eine Villa im 19., die wert ist 1,2 Millionen. Die habe keinen Kredit darauf, sondern habe es zum Beispiel mit Erbe bezahlt. Zahle ich, also nehme ich die 1 Million Euro im Freibetrag, bleiben 200.000 Euro übrig. Von dort sagen wir einen Steuersatz von 0,3 bis 0,7%. Das sind im Jahr 600 bis 1.400 Euro. Da kann man ja schon wieder 600, sagen, Moment. Ich nenne ein anderes Beispiel, nämlich den Mittelstand. Ein leitender Angestellter in Österreich oder ein Facharbeiter verdient 36.000 Euro brutto. Der zahlt im Jahr Steuern, also das 20-fache von den 600. Das sind 11.900 Euro. Das 20-fache von dem Villenbesitzer, den ich jetzt als Beispiel genommen habe. Wir haben 80.000 Menschen, die über 1 Million Euro Vermögen haben. Das glauben Sie ja auch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie glauben, dass diese 80.000, dass die nicht zusammenkommen mit dem Rechnungssystem. Es geht um ein Gesamtsystem. Und noch einmal ein Beispiel, weil ich glaube, man kann es am besten an Beispielen erklären. Ja? Im oberen Einkommensdrittel in Österreich, wenn ich 100 Euro Erwerbseinkommen habe, bleiben mir jetzt nach Abgaben und Transfer 74 Euro. Also im oberen Einkommensdrittel bleiben wir 74 Euro. Wenn ich jetzt im unteren Einkommensdrittel in Österreich bin und habe 100 Euro Erwerbseinkommen, bleiben wir 149 Euro. Also ich glaube, da sieht man schon, dass also wie es bei uns verteilt ist, wir haben also eine Umverteilung, es geht schon um das, weil wir eben uns einmal den Mut haben müssen, ums Gesamtsystem zu diskutieren. Immer so eine Einzelmaßnahme, das ist ein wunderbarer Marketing-Gag. Aber Sie können sich bei mir nicht aussuchen, worüber wir diskutieren. Und ich möchte gerne mal ganz konkret da drauf bleiben, ob das einen Sinn macht oder nicht. Es macht keinen Sinn, weil die Summe einfach irrelevant ist. Ich bin da schon beim Herrn Rauch zu sagen, insgesamt geht es natürlich mal um eine Gesamtschau auch in Bezug auf unser Steuersystem. Und da stellt man einfach fest, dass eben Arbeit sehr, sehr stark belastet ist und im Vergleich dazu Vermögen sehr wenig. Mhm. Zugleich sieht man auch, wenn man sich die Vermögensverteilung anschaut, dass von den mehr als 1.000 Milliarden an Vermögen, die es in Österreich gibt, dazu gehört Grund- und Bodenhäuser, Geldvermögen, Unternehmen, genau, dass jetzt, ja? 10% der Menschen in Österreich 2/3 davon besitzen. Also wenn man es jetzt in Zahlen fasst, sprechen wir von über 700 Milliarden. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass man einfach diese Zahlen sich mal vor Augen führen muss. Zugleich haben wir aber eigentlich in Österreich eh schon eine indirekte Vermögensteuer, genau für die Menschen, die Sie vorgeben, irgendwie schützen zu wollen. Wenn man sich anschaut, im Pflegebereich ist es so, wenn Menschen in die Situation kommen, gepflegt werden zu müssen und das sich nicht finanzieren können oder nicht ausreichend finanzieren können, ist es derzeit schon so, dass Gemeinden auf das Vermögen zugreifen können zur Finanzierung. Im Fall der Steiermark gibt es mittlerweile auch wieder den Regress. Das heißt, Angehörige von Pflegebedürftigen werden zur Kasse gebeten ab einem gewissen Einkommen. Und ich denke, das muss man mal sehen, dass wir eigentlich eine indirekte Vermögenssteuer haben für genau diese Gruppen, die sie eigentlich nicht zahlen sollten. Der Zugriff der Gemeinden ist österreichweit. Ja, also nein, natürlich. Es stimmt nicht. Der Pflegeregress in Tirol wurde gerade abgeschafft. Ich rede nicht vom Pflegeregress in dem Fall, sondern wenn eine Person pflegebedürftig wird und nicht ausreichend Einkommen hat, kann das die Gemeinde zum Beispiel auf das Vermögen zugreifen, wenn Vermögen vorhanden ist. Da geht es jetzt nicht um den Regress, sondern da geht es um das Vermögen dieser betreffenden Person. Also 10% der Bevölkerung haben 60% des Vermögens in Grundstücken, auf ihren Konten und so weiter. Das ist nicht gerecht verteilt, hören wir von der Frau Strickner. Und dagegen muss man was unternehmen, Frau Kohl. Und genau diese 10% zahlen aber 60% des Steueraufkommens. Das muss man auch dazu sagen. Und also das ist ganz wesentlich. Diese Menschen schultern 60% des ganzen Sozialsystems, des ganzen Einnahmen des Staates. Also das ist bitte durchaus
das ist wirklich ganz wesentlich, dass man das ganz deutlich sagt. Und man kann diese Menschen nicht noch mehr belasten. Prinzipiell geht es darum, dass wir in Österreich erst einmal ein Hochsteuerland sind. Im internationalen Vergleich schaut es ganz katastrophal aus. Diese OECD-Studien, die immer ganz gern genannt werden, stimmen nicht. Da werden Äpfel mit Birnen nämlich verglichen. Bei diesen OECD-Studien werden nämlich die Gebühren und Abgaben, die wir in Österreich zusätzlich noch bezahlen, sind da nicht berücksichtigt. Das heißt also, wir sind noch wesentlich schlechter dran, als in dieser Studie eben auch drinnen steht. Und dann, dafür bitte auch aussprechen, und dann muss man sagen, prinzipiell zahlen alle Österreicher viel zu viel. Und das ist jetzt schade, wenn wir diese Diskussion jetzt so als Umverteilungsdiskussion und als klassenkämpferische Diskussion aufziehen. Das ist, bringt überhaupt nichts. Es geht darum, dass dem Bürger mehr netto bleibt und viel mehr in der Geldtasche. Das heißt, wir müssen den Bürger entlasten. Das können wir aber nur tun, wenn wir Steuern senken, wenn wir die Staatsausgaben nicht erhöhen und nicht noch mehr Forderungen stellen, sondern eben das dem Arbeitnehmer einfacher machen und ihm mehr netto bleiben. Ich verstehe, was die Frage ist ja auch immer die Frage der Gerechtigkeit. Und Sie sagen jetzt, es wäre doch populistisch, ich formuliere jetzt um, die quasi oberen 80.000 als die Maden im Speck zu bezeichnen, wo die doch schon für 60% der Sozialausgaben in Österreich aufkommen. Genug ist genug sozusagen. Das ist eine falsche Zahl. Also die Steuerlast des Landes tragen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, hier besonders der Mittelstand. 0,5% kommen aus vermögensbezogenen Steuern. Aber Sie haben eine wesentliche Frage gestellt. Und die werde ich als Politikerin und mein Kollege der ÖVP sicher auch jeden Tag als Politiker gefragt. Und das ist, geht es gerecht zu in unserem Land? Und ich sage Ihnen ehrlich, ich kann einen Elektriker, der im Jahr ein bisschen was über 30.000 Euro verdient und davon nochmal über 9.000 Euro Steuern zahlt, nicht sagen, dass es gerecht zugeht, wenn noch einmal 1% der Reichsten in Österreich kaum Steuern zahlen und auf ihr Vermögen Steuern zahlen. Und noch einmal, da fehlt auch die Identifikation der Menschen dann mit dem Staat, wenn man vom 40-Stunden-Job nicht genug Geld im Geldbörser bleibt, wenn ein kaputter Boiler das Urlaubsgeld kostet, dann ist kein Verständnis da, warum wir so eine aufgeregte Diskussion haben, weil jemand, der ein Vermögen über 1 Million Euro hat, 600 Euro im Jahr zahlen soll. Ich glaube, das kann einfach niemand mehr nachvollziehen. Etwas, das ja immer wieder auch eingebracht wird in solchen Diskussionen, ist, die Schere zwischen Arm und Reich ginge auseinander. Ist das automatisch ungerecht, wenn auf einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung ein sehr großer Prozentsatz von Vermögenswerten konzentriert ist? Rhetorische Frage, aber nochmal, wenn so und so viele Superreiche sagen, sie würden gern mehr zahlen, macht man mit denen einfach einen Deal. Jetzt sage ich es mal ganz plakativ. Das soll sie aussehen, zu sagen, wir hätten da dieses Steuern und jenes Projekt, Herr Rankel, wollen Sie da was dazu beitragen als Staat? Ja, jetzt sage ich Ihnen noch eines. Diese Menschen, also jetzt komme ich wirklich, Sie hatten gerade gesagt, aus der Marketing-Ecke und ich bin, seitdem ich meine erste Firma verkauft habe, jeden Tag bezüglich Marketing unterwegs und halte diesbezüglich Vorträge. Diese Menschen, über die wir rechnen, die wirklich noch ein bisschen Potenzial haben, die nicht wegen 600 Euro irgendwie da was machen müssen, das sind sehr ergebnisorientierte Leute. Ich bin auch so einer. Wenn ich wüsste, dass mein Steuergeld für dieses oder jenes Projekt wäre, glaube ich, würde ich auch noch mal eher einen Euro bereitlegen. Aber da kann ich nachhaken. Ich würde es zum Beispiel gerne verwenden, oder wir als SPÖ würden es gerne verwenden, um die Arbeitseinkommen zu entlasten, dass der Elektriker nicht so hohe Steuern zahlt. Das ist noch zu pauschal. Ich glaube, dass man Superreiche ruhig auch mal noch projektbezogener Die Frage der Staatsaufgaben nämlich, und die gehören reduziert, und dann kommen genau solche Menschen wie Sie, die sagen, ich übernehme jetzt und wenn ich Krankenpflege, Gesundheit, Bildung, wie auch immer. Es geht freiwillig darum, dass sozusagen eben diese Staatsaufgaben finanziert werden. Ja, die Frage ist einfach, wie können wir die Zukunftsinvestitionen, die ganz dringend notwendig sind, in Österreich finanzieren? Wie können wir sicherstellen, dass eben alle Kinder in den Kindergarten gehen können und damit eine ganz wichtige Integrationsleistung schon schaffen? Ich bin dabei. Wie können wir das? Genau. Aber das ist schon sozusagen wichtig. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, und ich finde das sehr lobenswert und freue mich sehr, dass Sie einerseits finden, wenn diese Superreichen mal einen Beitrag leisten und die das auch wollen, dass man das tun soll. Ich möchte aber schon auch noch mal einhaken, um einfach mal so die Dimension aufzuzeigen. Wenn man jetzt in dem Fall das Modell, das wir vorschlagen, hergeht und sagt, man hat 1 Million Nettovermögen. Das heißt, da haben wir alle Schulden abgezogen. Ja? Mhm.
Und wir in unserem Fall haben einen geringeren Freibetrag, dann sieht man, der ist 500.000, dann zieht man das ab und man würde das mit 1% besteuern, dann kommen 5.000 Euro raus. Jetzt, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, ja, und das ist im Jahr eine Rolex weniger, um es ein bisschen plakativ zu sagen, um in Summe rund 3,5 Milliarden, um 3,5 Milliarden zu haben und damit eben in die Bildung, in die Pflege, in die... dafür 5.000 Euro pro Jahr mehr in der Staatskasse. Was ich jetzt wieder nicht verstehe, warum orientiert man sich an dem mit der 1 Million? Es gibt Leute mit 100 Millionen, natürlich, mit 500 Millionen. Die wollen wir auch. Aber hier wird in der ganzen Diskussion bei 1 Million wird die Grenze gemacht. Die da drüber, da ist richtig Luft drinnen. Natürlich. Vielleicht begrenzen wir uns selber. Es geht ja auch ab 1 Million netto. Aber ich glaube, wenn einer 100 Millionen hat, da könnte man nochmal einen Hebel. Also da kann es dann schön nach oben gehen. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, dass wir es mit Ihnen diskutieren, ist besonders gut, weil Sie zahlen in Deutschland die Vermögenssteuern eh schon. Ja. Also wir diskutieren in einem Land, wo wir eben keine Vermögenssteuer haben. In Deutschland diskutieren wir es eh. Weil wir haben in Österreich, haben wir auch genügend Reiche. Wir sind auf Platz 5. Also es gibt nur noch in Saudi-Arabien, der Schweiz, Hongkong und Kuwait mehr Reiche als in Österreich. Und die zahlen eben kaum Vermögensteuer. Sie in Deutschland zahlen sie. Aber wirklich, Frau Kohl, wie übel kann es den Reichen bei uns gehen, weil wir die 5. reichste Millionärin sind? Erstens, Gott sei Dank, kommen sie in unser Land, denn im benachbarten Ausland sind Vermögensteuern eingeführt worden. Deswegen sind eben auch unter den 10 reichsten Österreichern, sogenannten, sind mehrere aus dem benachbarten Ausland nach Österreich zugezogen. Gott sei Dank, die zahlen hier Steuern. Sie leisten sehr viel fürs Gemeinwohl. Warum? Weil es ihnen hier besser geht als anderswo. Und dann wären wir ja dumm, wenn wir unseren Wettbewerbsvorteil... Wir sind keine Steueroase im internationalen Vergleich. Sie vergessen immer, dass es außerhalb Österreichs noch andere Länder gibt, die wesentlich niedrigere Steuern haben. Und jene Menschen, die wirklich über so viel Vermögen verfügen, für dieses ein leichtes... ins benachbarte Ausland zu gehen. Also wo sollten die Frau Swarovski die dritte Villa am Wörthersee hin verfrachten im Ausland? Sie muss ja nicht die Villa verfrachten. Es geht auch nicht um diese Dame. Es geht prinzipiell darum, dass sie versuchen, einfach über zusätzliche Steuern noch mehr Ausgaben... Das ist schon eine berechtigte Frage. Mit Immobilien kann ich nicht flüchten. Die bleiben halt da. Und Österreich dann werde ich sie vielleicht irgendwann einmal verkaufen, dann werde ich sie irgendwann einmal verkaufen, weil ich sie nicht nutze. Wegen 600 Euro im Jahr verkauft jemand ein Gebäude. Ich glaube, Sie können die Schlussrechnung nicht. Und außerdem, ich glaube, eine Uhr kostet ja mehr als 600 Euro, die Sie zuerst genannt haben. Das sind 11.250 Euro, die es genau ausmacht im Jahr. Und ich meine, das ist wirklich lächerlich. Es gehört umgekehrt die Frage diskutiert noch einmal. Vernunft bitte, was sind tatsächlich die Staatsausgaben? Ich meine, uns fliegt Europa um die Ohren. Wir leben in einer Überschuldungskrise. Der Staat braucht immer mehr und mehr Geld, ist ineffizient, kann die Leistungen nicht mehr erbringen. Ich kann Ihnen nicht schon sagen, warum wir so viel Geld brauchen. Nein, Der Mittelstand, der Elektriker, der Facharbeiter, der Mittelstand. Aber die werden Sie bitte mit 11.250 Euro, also, wenn Sie die Staatseinnahmen sanieren. Aber Sie wollen doch nicht 1% der vermögendsten Österreicher als Mittelstand bezeichnen. Können wir zumindest uns auf eine Definition einigen? Ihre Definition, der Herr Rauch hat es ja sehr deutlich zuerst gesagt, indem er das Beispiel sehr analytisch dargestellt hat. Kauft ein Grundstück, fängt an zu bauen und so weiter und so fort. Irgendwann ist man auch in dieser Summe bewegt. Es gibt auch Freibeträge, die eben sicherstellen sollen, dass genau die Menschen nicht getroffen werden, die eben dieser Mittelstand sind und wirklich diese obere Gruppe. Ja, das ist ja eine Frage vom Steuerdesign. Ich komme nochmal zurück auf das, was Sie vorgeschlagen hatten. Sie haben ja gesagt, aus Marketing-Sicht kann man auch Vermögenden schmackhaft machen, den Staat bei seinen Aufgaben zu unterstützen. Wie müsste man das bei Ihnen angehen? Wenn die Frau Rudasch gerne hätte oder wenn der Herr Rauch gerne hätte, dass bestimmte Aufgaben mit Ihnen querfinanziert werden, wie stellen Sie sich das modellhaft vor? Also ob ich da der Richtige wäre vom Volumen her, das ist jetzt sei dahingestellt. Aber projektbezogen. Also ich bin zum Beispiel ein sehr guter Spender. Und das mache ich gern, weil ich weiß, wenn ich spende, wohin ich spende und was damit gemacht wird in sozialen Bereichen. Und wenn das jetzt auf das Steuerliche übertragen werden könnte, dass ich weiß, ich mache jetzt für die Steuer 2011, realisiere ich dieses oder jenes Projekt,
glaube ich, wird es mir eine Ecke besser gehen. Und ich glaube, dass ich immer am Jahresende noch mal sportlich aufrunden würde. Ist das nicht auch ein wenig elitär dem übrigen Steuerzahler gegenüber, der ja auch nicht direkt auf eine Schule zeigen kann und sagen kann, ich will, dass mein Steuergeld genau dorthin geht? Die Frage ist ganz kurz, dürfen wir es uns in der Situation jetzt erlauben, noch ob elitär oder nicht? Oder haben wir eine Situation, die gar keinen anderen Kompromiss mehr zulässt? Gefällt Ihnen die Idee, Herr Rauch? Vielleicht, wenn ich den Gedanken noch zu Ende führen darf. Nicht blind irgendwo. Also es, in Deutschland gibt es ja die Möglichkeit, man darf einfach, das geht in Österreich nicht, einfach so Steuern bezahlen. Man darf ein, es gibt ein Spendenkonto für die Republik Deutschland. Mit 110.000 Euro. Genau, einer hat schon mal 100.000 einbezahlt. Und 10.000 sind sonst im ganzen Jahr zusammengekommen. Also das kann es nicht sein. Das zeigt nochmal, wenn aber jetzt das wirklich projektbezogen ist, also... Ich glaube, da gäbe es schon den einen oder anderen, der sagt, okay, dafür mache ich es. Also, und jetzt kenne ich wirklich ein paar Leute mehr, die in der Liga spielen. Und da weiß ich, die sagen, ich bin dabei. Gehen Sie morgen ins Büro und rufen Sie Menschen an, um sie für einzelne Projekte zu gewinnen vielleicht. Das ist sehr ehrenhaft und das wird es auch geben. Ja, das ist halt ein Mäzenatentum, ein Gönnertum und ich glaube, in gewissen Bereichen funktioniert das auch. Aber Sie haben zuerst gesagt, also wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, dass also mein Geld sinnvoll investiert wird oder wenn das gerecht ist, dann frage ich Sie, finden Sie es gerecht, mit 52 Jahren in Pension zu gehen? Würden Sie jemanden sponsern, der mit 52 Jahren in Pension geht? Das fragen Sie mich jetzt als Unternehmer. Wenn einer davor einen guten Job gemacht hat, ja. Das gut, wollen Sie wahrscheinlich jetzt nicht hören. Wir reden von den österreichischen Bundesbahnen, ja, wo uns die Pensionen im Jahr, weil der Durchschnitt mit 52 in Pension geht, 2 Milliarden Euro kosten. Wenn wir das faktische Pensionsantrittsalter zum Beispiel wirklich dem realen gleichsetzen würden, wir hätten ein Nulldefizit. Also ich will nur mal so in der Diskussion... So gesehen ist aber Steuerzahlen für jeden frustrierend. Ja, nein, es ist nicht frustrierend, aber nur mal, diese Diskussion, diskutieren wir doch jetzt bitte endlich einmal um ein Gesamtsystem. Mir kommt immer so vor, wir haben eine Badewanne, unten ist ein Loch und jetzt schütten wir einfach oben wieder rein und dann haben wir wieder gleich viel drin. Ich glaube, man sollte einfach den Mut haben, ein Gesamtsystem zu diskutieren. Ja. Und ich sehe es nicht ein, wenn allein die ÖBB-Pensionen, weil sie eben mit 52 Jahren in Pension gehen, 2 Milliarden Euro ausmachen. Die ÖBB hat 42.000 Mitarbeiter und bitte 74.000 Pensionisten. Also da, das ist doch nicht die Gerechtigkeit, der Herr Hundstorfer ist der Sozialminister. Und reden wir doch jetzt wirklich einmal drüber. Also, rede ich gerne mit Ihnen, also weil wir sind, glaube ich, ein... Die Vermögen aber ich glaube, der Punkt ist, ich möchte nicht ausreden, aber ich muss zumindest den Satz ausreden dürfen. Ist es nicht ein bisschen zu einfach gedacht, zu sagen, gut, jetzt haben wir Schulden, von wem können wir uns noch was holen? Wäre es nicht wirklich mal der mühseligere, aber wesentlich effizientere Weg zu sagen, bitte sparen wir mal was ein? Ist so und müssen wir auch. Und das tatsächliche Pensionsalter und das faktische müssen angepasst werden, völlig d'accord. Ich möchte nur noch einen Satz sagen zur vorigen Frage, nämlich wie kann man es Ihnen schmackhaft machen, Steuern zu zahlen, vor allem, Sie zahlen ja nicht in Österreich, Sie wohnen ja nicht in Österreich, aber ich würde Ihnen davon vorschwärmen, dass wir in einem Land leben, das ein Gesundheitssystem hat, das uns die ganze Welt beneidet. Dass wir eine Arbeitslosigkeit haben, wo wir Europa, also in der Beschäftigung Europa-Weltmeister sind, bei 2%. Also im Fußball sind Sie es, aber in der Beschäftigung sind wir es. Aber kriegt man immer nur das Beste vom Besten in Österreich? Darf ich bitte den Satz ausreden? Und dass wir für diese Ausgaben Gesundheit, sozialer Frieden, Beschäftigung, ein Staat Geld brauchen. Und daher möchte ich einen Minimalbeitrag von den vermögendsten 1%. Das war ein leicht unterbrochener Vortrag von Laura Rudasch, eine Ansprache, die den Vermögenssteuern schmackhaft machen soll. Wäre Ihnen das, wären Sie da jetzt überzeugt? Nichts Falsches sein. Also ich würde da gerne noch einhaken, ja, beim, ich verstehe es schon, bei also, dem, was Sie gesagt haben. Ja, also ich glaube, in den Bürgerinnen und Bürgern in Österreich geht es genauso wie Ihnen, dass grundsätzlich es sowas braucht wie Transparenz und dass man sieht, wofür wird das Geld verwendet. Also ich finde diese Unterscheidung, dass reiche Menschen ein größeres Anrecht darüber haben, zu wissen, wie ihr Geld verwendet, wie ihr Steuergeld, also das stört mich ein bisschen und ich glaube, es geht darum, dass wir das alle haben, dieses Anrecht. Und natürlich geht es darum, zu schauen, wofür wird das Geld ausgegeben, wo wird es falsch ausgegeben. Ja, da gibt es auch natürlich viele, viele Ausgaben, die absolut nicht nachvollziehbar sind.
inklusive auch der hohen Honorare, die in den letzten Jahren gezahlt worden sind für nicht nachvollziehbare Leistungen. Aber sozusagen, dass man in dieser Gesamtschau dann eben auch diese Frage sich anschaut, wie können jetzt diese Schulden abgebaut werden, auch mit einem Beitrag derer, die ganz, ganz viel besitzen, weil diese Schuldenkrise ist eben nicht vom Himmel gefallen. Wir haben vor 3 Jahren, 2007, wo die Finanzkrise eben noch nicht war oder bevor sie ausgebrochen ist, eben nicht diese Schuldenproblematik gehabt, weder in Österreich noch im Großteil der anderen Länder. Und daher ist es schon klar, dass man diese enorm gestiegenen Staatsschulden, die wir jetzt haben infolge der Finanzkrise und der Wirtschaftskrise, dass es hier einen Beitrag braucht derer, die halt hier davon profitiert haben von diesem System. Es geht einem nicht immer gleich gut und daher muss man jetzt auch mehr Beiträge verlangen, auch wenn es wehtut. Sind zwei Dinge schon wieder durcheinander gebracht worden. Bei uns mangelt es an Strukturreformen, und zwar das schon sehr lange. Und das hohe Defizit, das wir haben, und die hohe Staatsverschuldung, haben wir nicht ausschließlich der Finanzkrise zu verdanken. Diese große, hohe Verschuldung, die haben wir deswegen, weil wir 2008, 2009 gewählt haben. Und da wurden ganz plötzlich bestimmte Pakete, ich sage jetzt nur das Wort Hacklerregelung oder Studiengebühren, ganz plötzlich wieder schön fleißig geschnürt. Und das hat ganz plötzlich das Budgetdefizit wieder in die Höhe getrieben. Und das darf man, das muss man schon auch sagen. Aber es ist ganz wichtig. Jene Staaten, die die Steuern gesenkt haben, haben im Endeffekt mehr im Säckel, im Budget gehabt, als diejenigen Staaten, die die Steuern erhöht haben. Vergessen wir mal für einen Augenblick die Schulden und schauen wir uns einfach nur die Tatsache an, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und es gibt ganz drastische Länderbeispiele, ich sage nur Südafrika, wo die reichsten Leute hinter Mauern leben und bewacht von einer Armada an Leuten, die bewaffnet ist. Ja, ich sage nicht, wir sind dort in 10 Jahren, aber das ist die Extremausprägung von sowas. Macht es nicht auch Spaß, mehr Spaß, reich zu sein, wenn alle zufrieden sind? Und wenn das der Levelunterschied nicht so immens ist? Dann muss ich es aber eben auch erlauben, reich zu sein. Wenn ich reich sein, erfolgreich sein, arbeiten, permanent, noch mehr bestraft. Frau Rudersch, Sie haben gerade vorhin gesagt, dass Sie Arbeitseinkommen entlasten wollen. Richtig. Sie bestrafen es ja noch mehr, immer aber durch noch mehr Steuern. Wegen 1% der Reichsten, 0,3%. Wir reden über 0,3 bis 0,7%. Bitte lassen wir die Kirche im Dorf. Wir reden von 0,3 bis 0,7% bei Vermögen über 1 Million Euro netto. Ich meine, das ist wirklich... Eines möchte ich schon sagen, das ist mir ganz wichtig. Wir haben schon auch Schulden, weil wir Geld nach der Krise ausgegeben haben, um nicht dazustehen, wir beide, Rot und Schwarz, haben Geld ausgegeben, damit Österreich nicht dasteht, wie Spanien, wie Griechenland und andere Länder. In Spanien, wo jeder zweite Jugendliche arbeitslos ist. Gut, das Thema ist ja jetzt dank einer sozialistischen Regierung. Aber ich finde das wirklich unseriös, dass man diesen enormen Anstieg der letzten Jahre einfach wegredet. Und wenn man sich eben Spanien oder Irland anschaut, die haben weit unter den Maastricht-Kriterien Verschuldungsniveaus gehabt. Also die waren sozusagen Irland ist ein gutes Beispiel, die waren fast kracht. Ja, die waren top vor der Krise, ja, und sind jetzt natürlich, weil sie Banken gerettet haben und weil natürlich die Kosten infolge der Wirtschaftskrise enorm angestiegen sind und zugleich natürlich auch die Einnahmen gesunken sind, weil die Wirtschaft geschrumpft ist, einfach in diese Situation gekommen. Also die Erklärungsmodelle, das muss man offen zugeben, die decken sich nicht. Ja? Nein. Also es gibt es ist unseriös und ich möchte auch noch sagen, also zu sagen, in Österreich wäre Reichtum nicht erlaubt, wenn man sich die Vermögensverteilung anschaut. Wenn es auf Ihnen geht, lieber mein Kolchosen. Das verstehe ich wirklich nicht, wenn 10% der Menschen in Österreich ohnehin ein derart großes Reichtum haben. Gut, wir sind mit dieser Diskussion noch nicht am Ende, denn erstens kommt unser Publikum noch zu Wort und zweitens müssen wir uns ja noch überlegen, was mögliche Alternativmodelle sein könnten. Das tun wir. In Kürze bleiben Sie bei uns, es geht gleich weiter mit Pro und Contra.